Herr Abgeordneter, das EU-Parlament hat mit seinen Berichten über Estrella, Lunacek, Zuber und vielen anderen mehr immer wieder das Recht auf Abtreibung versucht einzuführen, ist einige Male knapp gescheitert. In einigen anderen Berichten ist es letztes Jahr bereits durchgerutscht, ohne dass es die Öffentlichkeit mitbekommen hat. Der gefährlichste Bericht war der Bericht der sozialistischen Abgeordneten aus Portugal, Estrella, wo definitiv ein Menschenrecht, man muss sich diese Groteske mal und diesen Widerspruch einmal vorstellen, das ist an Infamie ja kaum zu überbieten, ein Menschenrecht auf Abtreibung verlangt wurde, indem man also das Menschenrecht des ungeschützten Kindes auf Leben ignoriert, postuliert man ein Menschenrecht der Mutter auf Tötung des Kindes. Ich meine, das ist grotesker, geht es gar nicht mehr. Aber das zeigt also die Geisteshaltung hier. Indem man dann gesagt hat, dass das Krankenhauspersonal sich nicht weigern darf, weil das eine Art der gesundheitlichen Behandlung sei. Das wird unter dem Titel sexuelle Gesundheitspflege subsumiert. Und als dritter Schwerpunkt war drinnen die frühkindliche Sexualerziehung, wo man sogar interaktive Unterrichtselemente verlangt hat zwischen Erwachsenen und Kindern, was nichts anderes als institutionalisierte Pädophilie ist. Dieser infame Bericht konnte nur mit einem Geschäftsordnungstrick und nur mit 7 Stimmen Überhang gerade noch abgewehrt werden. Da zeigt man ja, welcher Geist hier herrscht. Ja, das war also mit knapper Mehrheit und nur mit einem Geschäftsordnungstrick konnte eine inhaltliche Abstimmung über diesen Bericht vermieden werden. Das war das Erste. Das Zweite ist, der Lunacek-Bericht sieht Sonderrechte, Privilegien für Homosexuelle vor, wo sogar homosexuellen Verbände gesagt haben, sie wollen das gar nicht. Es gab homosexuellen Verbände, die gesagt haben, Lunacek, no, sie wollen das nicht, sie sind ja kein geschützter oder schützenswerter Indianerstamm aus Brasilien, aus dem Urwald, dem man jetzt sozusagen Sonderrechte geben muss, sondern die wollten einfach nicht haben, dass man sie als Sondergruppe der Gesellschaft behandelt. Sogar die haben das abgelehnt, ist aber durchgegangen. Und zwar auch mit den Stimmen aus der Europäischen Volkspartei. Das soll man nie übersehen. Ja? Das ist ja alles nur möglich, weil die EVP-Abgeordneten hier mitspielen. Und auch hier beim Zuber-Bericht ist es ja nicht viel anders. Hier zeigt man immer wieder, dass also das Kind keinen Schutz der Europäischen Union erfährt. Und besonders dramatisch jetzt nach der Regelung in Belgien, wo man sogar Kinder legal töten darf, angeblich, wenn sie es selber verlangen. Wie kann ein Kind selber entscheiden, ob es leben will oder nicht? Aber so groteske Regelungen trifft man und das ist alles der europäische Wertekonsens. Das sind die europäischen Werte, die permanent beschrieben werden und beschworen werden. Das möchte ich jedem sagen. Diese Europäische Union hat eine Kultur des Tötens eingeführt und das ist europäischer Wert geworden. Eine Kultur des Tötens. Des Tötens des Wehrlosesten, nämlich des Ungeborenen oder des kranken Kindes. Wie kann man sich gegen diese Kultur des Tötens wehren? Indem man all jene Gruppierungen am 25. Mai bei der nächsten EU-Wahl stärkt, die dagegen auftreten. Der Wähler hat auch eine Verantwortung, nicht nur der Politiker. Am Wahltag hat der Wähler die Verantwortung, wem er welche Mandate, nämlich Aufträge, in die Hand gibt. Wenn er diesen Tötungsapologeten weiterhin Mandate gibt und damit Aufträge gibt, dann fühlen die sich ja bestärkt. Aber wenn der Wähler jene Gruppierungen stärkt, die dagegen auftreten, dann kann man auf die Bremse steigen, dann kann man das eine oder andere sogar umkehren oder verhindern zumindest. Aber der Wähler hat am 25. Mai die Verantwortung, wem er welche Mandate, ist gleich Aufträge, gibt. Den Vertretern der Tötungskultur oder den Vertretern der Kultur des Lebens. Herr Abgeordneter, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke.